Dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zum Vortrag Familienforschung mit dem Mikrozensus im Rahmen der Vortragsreihe Meet the Experts von GESIS, dem Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Mein Name ist Andrea Längerer. Ich bin Senior Researcher im German Microdata Lab bei GESIS. Was erwartet Sie in den nächsten 30 bis 35 Minuten? Ich werde zunächst etwas zum Mikrozensus und seiner Bedeutung für die Familienforschung sagen, zeige dann die Möglichkeiten und auch die Grenzen des Mikrozensus für die Familienforschung auf, befasse mich im Hauptteil mit Partnerschaften im Mikrozensus und konzentriere mich hierbei auf den Wandel von Partnerschaften im Zeitverlauf und im Lebensverlauf von Kohorten. Ich verfolge dabei weniger eine inhaltliche Fragestellung, sondern ich möchte vielmehr an einem konkreten Beispiel zeigen, was mit dem Mikrozensus möglich ist und wo eben auch die Probleme liegen. Auf das Thema Elternschaft im Mikrozensus gehe ich kurz ein und gebe dann Ihnen abschließend noch Hinweise zum Datenzugang und zu weiteren Informationsquellen über den Mikrozensus. Ja, was ist der Mikrozensus? Der Mikrozensus ist eine amtliche Repräsentativerhebung mit einer Stichprobe von 1% der Bevölkerung in Deutschland, also einer wirklich großen Stichprobe. Der Mikrozensus wird jährlich erhoben, und zwar bereits seit 1957 in Westdeutschland und seit 1991 auch in Ostdeutschland. Es handelt sich um eine Mehrthemenbefragung, das heißt, es werden Angaben zu verschiedenen Bereichen erhoben, vor allem zum Bereich Erwerbstätigkeit, aber eben auch zu Themen wie Bildung, Einkommen oder Gesundheit. Der Mikrozensus ist eine Haushaltsbefragung, das heißt, es werden komplette Haushalte ausgewählt und es werden alle Personen in diesen Haushalten befragt. Schließlich unterliegt der Mikrozensus dem sogenannten Legalitätsprinzip, das heißt, er bedarf einer rechtlichen Grundlage. Es gibt ein spezielles Gesetz, das Mikrozensusgesetz, worin festgelegt ist, welche Merkmale in welcher Weise erhoben werden. Die Bedeutung des Mikrozensus für das Thema Familie ist in zweierlei Hinsicht groß. Der Mikrozensus ist zum einen die zentrale Datenbasis für die amtliche Berichterstattung über Familie in Deutschland, also insbesondere diese jährlich erscheinende Fachserie zu Haushalten und Familien wird auf Basis des Mikrozensus erstellt. Und der Mikrozensus ist auch eine wichtige Grundlage für die Familienberichte der Bundesregierung. Zum anderen spielt der Mikrozensus auch in der sozialwissenschaftlichen Familienforschung eine große Rolle. Der Mikrozensus ist zwar nicht für die Forschung konzipiert, sondern er bedient in erster Linie Datenbedarfe von Politik und Verwaltung, aber er wird eben für die Forschung und insbesondere auch für die Familienforschung genutzt, und zwar für Sekundäranalysen etwa zu Haushalts- und Familienstrukturen, zu Lebensformen, Partnerwahl, Fertilität und Ähnliches. Außerdem liefert der Mikrozensus Referenzdaten, um die Qualität von kleinen Stichproben bzw. von Survey-Daten beurteilen zu können und um eben gegebenenfalls auch Anpassungen vornehmen zu können. Die Potenziale des Mikrozensus für die Familienforschung liegen vor allem in den hohen Fallzahlen des Mikrozensus, die sehr differenzierte Analysen erlauben und auch die Analyse von sehr kleinen Subgruppen. Ein großer Vorteil ist auch die hohe Ausschöpfungsquote des Mikrozensus. Die Teilnahme am Mikrozensus ist verpflichtend, also das heißt, wenn Sie da in die Stichprobe gelangen, müssen Sie Auskunft geben. Und dadurch ist der Unit Non-Response, das heißt der komplette Ausfall von Befragungspersonen, relativ niedrig. Der liegt bei unter 5% etwa pro Erhebungsjahr. Wichtig auch, der Mikrozensus hat eine hohe zeitliche Vergleichbarkeit,
weil er regelmäßig und zeitlich weit zurückreichend erhoben wird mit einem relativ konstanten Frageprogramm. Und daher eignet er sich eben sehr gut zur Untersuchung von Fragen des sozialen Wandels. Die Grundgesamtheit des Mikrozensus ist nicht eingeschränkt, das heißt, die umfasst die gesamte Wohnbevölkerung. Auch das ist in Surveys häufig ja nicht der Fall. Und schließlich ein ganz wichtiger Punkt, gerade für die Familienforschung. Es handelt sich, wie ich schon sagte, um eine Haushaltsbefragung. Es werden also nicht nur einzelne Personen befragt, sondern ganze Haushalte. Und es werden eben auch die Beziehungsstrukturen innerhalb von Haushalten im Mikrozensus erfasst. Es gibt natürlich aber auch Grenzen des Mikrozensus für die Familienforschung. Die liegen insbesondere darin, dass wir es mit einem Querschnittdatensatz zu tun haben. Das heißt, es werden Informationen für einen bestimmten Zeitpunkt erhoben und wir haben eben praktisch keine Verlaufsinformationen, sodass man zum Beispiel Prozesse des Eingehens und Auflösens von Partnerschaften oder von Familien so gut wie nicht untersuchen kann oder nur sehr eingeschränkt untersuchen kann. Dann ist der Mikrozensus beschränkt auf wenige harte Fakten. Er dient der informationellen Grundversorgung und ist als Mehrthemenbefragung eben nicht speziell auf familienwissenschaftliche Fragestellungen ausgerichtet. Also von den insgesamt erhobenen Merkmalen beziehen sich nur relativ wenige auf Haushalt und Familie. Und wir haben insbesondere auch keine weichen Merkmale, also Einstellungen und Präferenzen etwa. Ein Problem auch ist, dass zwar die Teilnahme am Mikrozensus insgesamt verpflichtend ist, aber einzelne Fragen sind davon ausgenommen. Das heißt, sie sind freiwillig zu beantworten. Und dabei entsteht natürlich das Problem von Antwortausfällen, die selektiv sein können. Und eine letzte hier zu nennende Beschränkung im Mikrozensus gilt das sogenannte Koresidenzprinzip. Das heißt, der Mikrozensus ist haushaltsbezogen, aber eben auch haushaltsbegrenzt. Das heißt, soziale Beziehungen, die über die Grenzen des Haushalts hinausreichen, bleiben unsichtbar. Und das betrifft insbesondere Paarbeziehungen und auch Eltern-Kind-Beziehungen. Also man weiß im Mikrozensus, wer im Haushalt lebt, ob also ein Partner mit im Haushalt lebt oder ob Kinder mit im Haushalt leben. Wer aber etwa alleine im Haushalt lebt, der erscheint partnerlos und wer ohne Kinder im Haushalt lebt, erscheint im Mikrozensus kinderlos. Und es bleibt eben unklar, ob es außerhalb des Haushalts vielleicht doch einen Partner gibt. Und es bleibt auch unklar, ob es Kinder gibt, die bereits aus dem elterlichen Haushalt ausgezogen sind. Was die Kinder angeht, das hat sich inzwischen ein bisschen verändert. Da werde ich am Schluss noch mal was dazu sagen. Ich lasse jetzt erstmal das Thema Elternschaft außen vor und konzentriere mich auf das Thema Partnerschaft im Mikrozensus. Hier werden im Mikrozensus erfasst Ehen, eingetragene Lebenspartnerschaften und nicht-eheliche Partnerschaften. Ehen werden bei der Frage nach dem Familienstand erfasst, und zwar in allen Erhebungsjahren, im Übrigen auch unabhängig vom Geschlecht der Ehepartner, sodass seit 2017, als die Ehe ja für alle geöffnet wurde, hier auch gleichgeschlechtliche Ehen erfasst werden. Dann werden eingetragene Lebenspartnerschaften erfasst. Das sind Partnerschaften, die von zwei Personen gleichen Geschlechts geschlossen werden können oder konnten, muss man inzwischen sagen. Auch die werden über die Frage nach dem Familienstand erfasst, wo seit 2006 eben zusätzliche Antwortkategorien vorgegeben sind. Man muss dazu sagen, erst seit 2006, weil dieses Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft ist bereits 2001 in Kraft getreten. Und das ist ein Beispiel, wo man sieht, dass der Mikrozensus zuweilen der Realität hinterherhinkt, was natürlich nicht zuletzt damit zu tun hat, dass er eben einer gesetzlichen Grundlage bedarf und
Verfahren der Gesetzgebung halt nicht immer ganz so schnell ablaufen. Dann werden nicht-eheliche Partnerschaften im Mikrozensus erfasst, und zwar über die Frage nach dem Lebenspartner im Haushalt. Diese Frage wird seit 1996 gestellt, war dann lange Zeit freiwillig zu beantworten, nämlich bis einschließlich 2016, und ist jetzt seit 2017 mit Auskunftspflicht belegt. Wichtig auch, die Frage nach dem Lebenspartner ist geschlechtsneutral formuliert. Das heißt, weder die Frage noch die Antwortkategorien enthalten einen Hinweis auf ein bestimmtes Geschlecht des Partners, sodass sowohl verschieden als auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften hier angegeben werden können. So sieht die Frage nach dem Lebenspartner aus. Die hat sich im Zeitverlauf ein bisschen verändert. Bis 2004 werden alle weiteren Personen im Haushalt gefragt, ob sie Lebenspartner der ersten Person sind. Und ab 2005 werden dann alle mindestens 16 Jahre alte Personen im Haushalt gefragt, ob sie Lebenspartner einer anderen Person des Haushalts sind. Wenn man jetzt also nicht-eheliche Partnerschaften im Mikrozensus identifizieren möchte, braucht man zwei Angaben, nämlich einmal die Angabe zum Lebenspartner im Haushalt und die Angabe zum Geschlecht, zumindest dann, wenn man zwischen verschiedenen und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften unterscheiden will. Dabei gibt es aber zwei Probleme, nämlich einmal das Problem, dass wir bei der Frage nach dem Lebenspartner im Haushalt fehlende Angaben haben, weil die Frage lange freiwillig war. Und wir haben das Problem, dass die Frage erst seit 1996 gestellt wird. Davor haben wir keine Angaben zu nicht-ehelichen Partnern, obwohl es natürlich auch schon vor 1996 unverheiratet zusammenlebende Paare gegeben hat. Zunächst zum Problem der fehlenden Angaben. Was Sie hier sehen, ist der Anteil an Personen, die die Frage nach dem Lebenspartner nicht beantwortet haben, also der Item Non-Response nach Erhebungsjahr. Insgesamt ist dieser Item Non-Response nicht allzu hoch, der liegt im Durchschnitt bei 5%. Aber Sie sehen, im Zeitverlauf schwankt dieser Item Non-Response doch erheblich. Wir sehen von 2004 auf 2005 zunächst einen Rückgang, wo sich ja die Konstruktion der Frage verändert hat. Das heißt, dieser Rückgang ist primär methodisch bedingt. Aber wir sehen dann ab 2010, dass es einen mehr oder weniger kontinuierlichen und deutlichen Anstieg des Item Non-Response gibt, von 2 auf über 10%. Und da hat sich methodisch eigentlich nichts mehr verändert, sodass man hier tatsächlich von einer nachlassenden Antwortbereitschaft ausgehen muss. Und insofern kann man sagen, diese Einführung der Auskunftspflicht im Jahr 2017, die kam mehr oder weniger genau zum richtigen Zeitpunkt, weil Sie sehen, ab 2017 gibt es einen abrupten und ganz starken Rückgang des Item Non-Response und inzwischen liegt der bei unter 1%. Was macht man mit diesen fehlenden Angaben bei der Frage nach dem Lebenspartner im Haushalt? Nun, was man ja ganz oft tut, ist, dass man diese fehlenden Angaben einfach ausschließt. Das ist aber häufig ein Problem, weil der Non-Response vermutlich nicht zufällig ist, sondern selektiv ist. Und das ist wahrscheinlich auch hier der Fall. Und zwar selektiv, vor allem im Hinblick auf die Geschlechterkonstellation der Partner. Weil für gleichgeschlechtliche Partner ist diese Frage nach wie vor sensibel und wird deshalb vermutlich überdurchschnittlich oft nicht beantwortet. Es macht insofern mehr Sinn, die fehlenden Werte zu importieren, das heißt, sie zu ersetzen und sie nicht auszuschließen, wo ich nachher gleich noch mehr dazu sage oder zeige, wie man das machen kann. Dann das zweite Problem, dass wir vor 1996 keine Angaben zum Lebenspartner haben.
Da ist es so, dass man eine Schätzung vornehmen kann, was im Übrigen auch das Statistische Bundesamt selber macht. Und zwar kann man eine Schätzung vornehmen auf Basis von Angaben zur Zusammensetzung des Haushalts und zu den Beziehungen der Haushaltsmitglieder untereinander. Und zwar wird hier konkret dann von einer nicht-ehelichen Partnerschaft ausgegangen, wenn es genau zwei mindestens 16 Jahre alte Personen im Haushalt gibt, die weder miteinander verheiratet noch verwandt sind. Und je nach Geschlecht der möglichen Partner wird dann eben eine verschieden- oder gleichgeschlechtliche Partnerschaft vermutet. So, auf dieser Basis lässt sich nun der Wandel von Partnerschaften untersuchen. Ich werde das im Folgenden zeigen, indem ich die Entwicklung von Ehen, nicht-ehelichen Partnerschaften und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften beschreibe. Und zwar zunächst im langfristigen Zeitvergleich und dann im Vergleich der Lebensverläufe von Kohorten. Als Datenbasis verwende ich das GESIS Mikrozensus Trendfile. Es handelt sich dabei um einen harmonisierten und kumulierten Datensatz aller für die Wissenschaft verfügbaren Mikrozensen von 1962 bis 2016, den ich hier erweitert habe bis 2019. Ich betrachte hier den Altersbereich 18 bis 70, konzentriere mich auf Westdeutschland, weil Daten für Ostdeutschland erst ab 1991 verfügbar sind und habe damit einen Gesamtdatensatz, der rund 12,6 Millionen Fälle umfasst. Dann zunächst zur Entwicklung von Ehen. Was Sie hier sehen, ist der Anteil an Personen, die mit ihrem Ehepartner im Haushalt zusammenleben. Und zwar über den gesamten Zeitraum von fast 6 Jahrzehnten hinweg. Man sieht, die Verbreitung des ehelichen Zusammenlebens geht zurück, das wissen wir. Und zwar mehr oder weniger kontinuierlich von etwa über 70% auf unter 50%, also immerhin um 20 Prozentpunkte. Dann zur Entwicklung von nicht-ehelichen Partnerschaften. Hier dargestellt ist der Anteil an Personen, die unverheiratet mit ihrem verschiedengeschlechtlichen Partner im Haushalt zusammenleben. Und um diese Problematik der Abgrenzung jetzt nochmal auch empirisch zu zeigen, habe ich die Abgrenzung auf verschiedene Weise vorgenommen. Zunächst sind hier nur die gültigen Angaben bei der Frage nach dem Lebenspartner im Haushalt ausgewertet, die ab 1996 vorliegen. Im zweiten Schritt habe ich dann die fehlenden Angaben imputiert. Und im dritten Schritt schließlich habe ich eine Schätzung vorgenommen, und zwar ab dem Jahr 1973. In den 60er Jahren habe ich auf die Schätzung verzichtet, zum einen, weil die Daten der 60er Jahre nicht immer ganz konsistent sind und vor allem auch, weil es in den 60er Jahren halt auch noch kaum unverheiratet zusammenlebende Paare gegeben hat. Was sieht man hier im Wesentlichen? Man sieht vor allem, dass die Übereinstimmung dieser verschiedenen Abgrenzungen sehr hoch ist. Also zum einen durch die Imputation haben sich die Anteile zum Teil erhöht, aber nicht gravierend. Das heißt, die fehlenden Angaben bewirken hier keine allzu große Verzerrung. Und was man vor allem sieht, die Schätzung funktioniert ziemlich gut, weil die geschätzten Anteile mit den erfragten Anteilen wirklich sehr, sehr gut übereinstimmen, sodass man die Entwicklung wirklich zurückverfolgen kann bis zu Beginn der 70er Jahre. Was sehen wir inhaltlich? Wir sehen eben einen deutlichen und kontinuierlichen Anstieg im Zeitverlauf von knapp 1% im Jahr 73 auf etwa 10% im Jahr 2019. Noch interessanter wird es, wenn man jetzt die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften betrachtet. Mit dem Mikrozensus lassen sich eben gleichgeschlechtliche Partnerschaften auf repräsentativer Basis untersuchen. Und das ist deswegen wirklich besonders, weil es kaum eine andere Stichprobe
in Deutschland gibt, die dafür groß genug ist. Was Sie hier sehen, ist der Anteil an Personen, die mit ihrem gleichgeschlechtlichen Partner im Haushalt zusammenleben, und zwar informell zusammenleben, also weder eingetragen noch verheiratet sind. Auch hier habe ich zunächst nur die gültigen Angaben ausgewertet ab 1996. Ich habe dann die fehlenden Angaben imputiert und schließlich auch hier eine Schätzung vorgenommen. Man sieht hier im Wesentlichen zwei Dinge, nämlich zum einen, gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind sehr selten. Sie sehen die Y-Achse, die endet bereits bei 1%. Und als zweiten wichtigen Punkt sieht man sehr deutlich, dass die Übereinstimmung zwischen diesen verschiedenen Abgrenzungen deutlich geringer ist, als wir das eben bei den verschiedenen geschlechtlichen Partnerschaften gesehen haben. Bereits durch die Imputation von fehlenden Werten steigen die Anteile um durchschnittlich 25% an. Das heißt, diese fehlenden Angaben, die führen wahrscheinlich zu einer Verzerrung, und zwar zu einer Unterschätzung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, und sollten insofern wirklich hier nicht ausgeschlossen werden, wenn man gleichgeschlechtliche Partnerschaften analysieren möchte. Und der zweite Punkt, die Schätzung ergibt deutlich höhere Anteile als die erfragten Angaben, und zwar um durchschnittlich 150% höher, also wirklich sehr, sehr viel. Das heißt, die Schätzung scheint hier nicht besonders valide zu sein, sondern sie stellt vielmehr eine Überschätzung dar. Und zwar vermutlich vor allem deswegen, weil hier auch Wohngemeinschaften von zwei erwachsenen Personen gleichen Geschlechts mit einfließen. Das heißt, man kann sagen, die Verbreitung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften lässt sich mit dem Mikrozensus bestimmen, aber nur bedingt verlässlich und auch erst ab 96. Ich komme dann zur Entwicklung über die Gehotten. In der Gehottenperspektive lässt sich der Wandel von partnerschaftlichen Lebensformen wesentlich differenzierter beschreiben, und es lässt sich eben insbesondere klären, welche Alters- und Gehotteneffekte oder möglicherweise auch Periodeneffekte dabei eine Rolle spielen. Ich werde im Folgenden die Lebensverläufe von Gehotten auf der Aggregatebene miteinander vergleichen und bilde dazu sogenannte synthetische Kohorten. Wie das funktioniert, habe ich versucht hier zu veranschaulichen. Sie sehen hier die Alters- und Gehottenstruktur des kumulierten Mikrozensus. In den Zeilen sind die einzelnen Altersjahre von 18 bis 70 abgetragen. In den Spalten sehen Sie die einzelnen Erhebungsjahre von 1962 bis 2019 mit Lücken in den Jahren, wo keine Daten verfügbar sind. Und in den Zellen schließlich sind die Gehotten abgetragen, aus Platzgründen hier nur zweistellig. Und diese Gehotten sind eben nach Alter und Jahr abgetragen. Und man kann eben nun mit diesen kumulierten Daten die Gehotten kollektiv über die Zeit und damit über das Alter hinweg beobachten. Also im Prinzip nichts anderes, als dass ich beispielsweise die 18-Jährigen des Jahres 1962 mit den 19-Jährigen des Jahres 1963, mit den 20-Jährigen des Jahres 1994 und so weiter vergleiche. Man hat unterschiedliche Ausschnitte aus den Lebensverläufen der Gehotten abgedeckt mit dem Mikrozensus-Trendpfeil. Die Gehotte 1955 beispielsweise vom Alter 18 bis zum Alter 64. Ich werde im Folgenden Kohorten im Abstand von 10 Jahren betrachten, um das Ganze übersichtlich zu halten. Und ich fasse jeweils 3 Kohorten zusammen. Ja, und so sieht das dann aus. Was Sie hier sehen, ist der Anteil an Personen in Ehe, also die mit ihrem Ehepartner zusammenleben, nach Alter und Kohorte differenziert. Es zeigen sich hier Alters- und Gehortenunterschiede. Zunächst über das Alter
deutet sich sowas wie ein umgekehrt U-förmiger Verlauf an. Also das heißt, der Anteil Verheirateter nimmt im jüngeren Erwachsenenalter relativ rasch und stark zu, erreicht im mittleren Erwachsenenalter dann so eine Art Plateau und nimmt im höheren Alter dann langsam wieder ab, was natürlich daran liegt, dass Ehepaare sich scheiden lassen, aber vor allem auch daran, dass Ehepartner sterben. Das eigentlich Interessante sind hier die Unterschiede zwischen Kohorten. Sie sehen, dass es über die Kohorten hinweg zum einen zu einem Aufschub des ehelichen Zusammenlebens kommt. Also die Kurven steigen im jüngeren Erwachsenenalter weniger schnell und steil an. Und es kommt zu einem deutlichen und kontinuierlichen Rückgang des ehelichen Zusammenlebens im mittleren Altersbereich, im Alter 40 beispielsweise von über 85% in den Kohorten 24 bis 26 auf unter 65% in den Kohorten 74 bis 76. Das heißt, man kann also hier in der Kohortenbetrachtung sagen, dass Ehen im Kohortenvergleich zunehmend später eingegangen werden und sie werden auch seltener eingegangen und oder häufiger wieder aufgelöst. Also da dazwischen können wir, weil wir eben Querschnittsdaten haben, nicht wirklich unterscheiden. Dann dasselbe für die nicht-ehelichen Partnerschaften. Sie sehen hier den Anteil an Personen in nicht-ehelicher, verschiedengeschlechtlicher Partnerschaft nach Alter und Kohorte. Ich habe hierfür bis 1995 die geschätzten Angaben verwendet und ab 96 gültige und imputierte Angaben. Sie sehen auch hier Alters- und Kohorteneffekte. Alterseffekt: im jüngeren Alter gibt es eine deutliche Zunahme des nicht-ehelichen Zusammenlebens. Im Alter zwischen 25 und 30 erreicht dann die Kurve sozusagen ihren Höhepunkt und fällt danach allmählich wieder ab. Daraus wurde häufig abgelesen, dass das unverheiratete Zusammenleben sowohl sowas wie eine Vorstufe zur Ehe ist, als auch eine Alternative. Also das heißt, es leben zunächst viele unverheiratet zusammen, gehen dann in eine Ehe über, aber manche Personen bleiben eben auch dauerhaft unverheiratet. Dann sieht man auch hier einen deutlichen Kohorteneffekt, und zwar hier eine deutliche und kontinuierliche Zunahme über die Kohorten, und zwar nicht nur im jüngeren Alter, sondern über den gesamten Lebensverlauf hinweg. Wenn man sich auch hier wieder das Alter 40 beispielsweise anschaut, dann sieht man, die Zunahme geht von unter 1% in den Kohorten 34 bis 36 auf über 10% in den Kohorten 74 bis 76. Die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften werde ich jetzt hier nicht noch separat zeigen. Ich möchte Ihnen stattdessen abschließend zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn man sich die Entwicklung des partnerschaftlichen Zusammenlebens insgesamt betrachtet. Wenn also nicht mehr zwischen ehelichem und nicht-ehelichem Zusammenleben unterschieden wird und wenn auch die Geschlechterkonstellation keine Rolle mehr spielt. Also das heißt, hier ist nur noch danach unterschieden, ob jemand mit Partner im Haushalt lebt oder ohne Partner. Man sieht, dass es auch hier einen Rückgang über die Kohorten gibt. Also es gibt einen Rückgang des Zusammenlebens tatsächlich, aber dieser Rückgang ist nicht allzu groß. Und vor allem in den jüngeren Kohorten, und damit meine ich jetzt schon die Kohorten, die Mitte der 60er Jahre geboren sind, stellt man fest, dass es praktisch keinen Rückgang mehr gibt. Also die Kurven steigen zwar weiterhin etwas flacher an, also das heißt, es gibt weiterhin sowas wie eine Rückverlagerung des Zusammenlebens in ein höheres Alter. Aber was das Niveau im mittleren Alter angeht, gibt es praktisch keinen Rückgang mehr. Also das heißt, hiervon ausgehend muss man eigentlich schon sagen, dass diese Singularisierung, von der ja so oft die Rede war, dass es die so in dem Ausmaß, wie das oft behauptet wurde, ohnehin nie gegeben hat. Und dass diese Singularisierung in jüngeren Kohorten inzwischen nahezu zu einem Stillstand auch kommt. Gut, das war das Thema Partnerschaft.
Dann kurz noch einige Worte zum Thema Elternschaft im Mikrozensus. Das hatte ich am Anfang schon mal gesagt. Wir haben bis 2007 lediglich Angaben zu den Kindern im Haushalt. Das heißt, aus den Daten geht lediglich hervor, ob und wie viele Kinder im Haushalt leben, aber eben nicht, wie viele Kinder jemand hat. Das lässt sich zwar näherungsweise bestimmen, indem man beispielsweise Frauen im Alter von 45 oder so betrachtet, weil da danach eben nur noch wenige Frauen zum ersten Mal Mutter werden. Aber dabei hat man eben das Problem, dass es doch noch manche Frauen gibt, die auch über dem Alter von 45 noch Mutter werden. Und vor allem gibt es auf der anderen Seite auch Frauen, die bereits im Alter von 20 etwa Mutter werden, deren Kind dann schon aus dem elterlichen Haushalt ausgezogen sein kann, wenn die Frau 45 ist. Das heißt, man begeht da eine gewisse Verzerrung und ja, das ist natürlich problematisch, vor allem weil das Alter von Müttern auch mit der Bildung im Zusammenhang steht. Seit 2008 gibt es nun die Frage im Mikrozensus nach der Anzahl der Kinder, und zwar nach der Anzahl der leiblichen Kinder, was auch deswegen wirklich toll ist, muss man sagen, weil man auch davor nicht zwischen Stief-, Adoptiv- und Pflegekindern unterscheiden konnte. Problem aber, diese Frage ist freiwillig zu beantworten. Sie wird auch nur alle 4 Jahre gestellt und sie wird nur an Frauen gestellt. Dass Sie das kurz mal noch gesehen haben, so sieht die Frage aus. Also es werden die Frauen gefragt, haben sie Kinder geboren? Ja, nein. Und wenn ja, dann wird eben noch gefragt, wie viele Kinder insgesamt. Gut, ich komme damit zu einem kurzen Fazit. Wir haben gesehen, der Mikrozensus birgt großes Potenzial für die Familienforschung, aber eben auch spezifische Restriktionen, die beachtet werden müssen. Restriktionen sind bei Sekundäranalysen natürlich üblich. Bei Mikrozensus sind sie nochmal stärker ausgeprägt, weil es sich eben um einen amtlichen Datensatz handelt, wo manche Dinge doch anders sind, als wir das aus Survey-Daten gewöhnt sind. Das Beispiel hier hat, hoffe ich, gezeigt, dass sich der Wandel von partnerschaftlichen Lebensformen mit dem Mikrozensus recht gut untersuchen lässt, vor allem langfristig gut untersuchen lässt, und zwar sowohl über die Zeit als vor allem auch im Lebensverlauf von Kohorten. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften lassen sich mit dem Mikrozensus ebenfalls untersuchen, aber mit Einschränkungen. Erst ab 1996 halbwegs verlässlich und auch dann vermutlich mit einer Untererfassung. So, wenn Sie jetzt den Mikrozensus ganz spannend finden und damit arbeiten wollen, dann ist es so, dass die Daten des Mikrozensus in Form von Scientific Use Files zugänglich sind. Es handelt sich dabei um 70% Unterstichproben der jeweiligen Originaldaten, die auf Haushaltsebene gezogen werden und die für alle oder die für ausgewählte Jahre ab 1973 zur Verfügung stehen und faktisch anonymisiert sind. Diese Scientific Use Files müssen bei den Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter beantragt werden. Sie müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, also das heißt vor allem einer Forschungsinstitution oder einer Universität angehören und die Daten eben nur für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung nutzen. Die älteren Mikrozensen aus den 60er Jahren sind nur noch bei GESIS vorhanden und können hier bei uns im Rahmen von Gastwissenschaftleraufenthalten ausgewertet werden. Wenn Sie mit den Daten arbeiten oder sich zunächst über die Daten informieren wollen, dann können Sie das bei uns tun, beim German Microdata Lab der GESIS. Wir stellen Instrumente für die Datenanalyse bereit. Wir stellen strukturierte Metadaten, das sind Daten über Daten, in unserem Mikrodateninformationssystem MISI zur Verfügung. Und wir vermitteln Wissen in Form von Beratungen, Workshops und Nutzerkonferenzen zum Mikrozensus.
Falls Sie unser Mikrodateninformationssystem MISSI noch nicht kennen, hier abschließend ein kleiner Eindruck. Das ist ein Screenshot von MISSI. Sie sehen hier die Dokumentation auf Variablenebene am Beispiel des Mikrozensus 2019. Sie können hier durch die komplette Variablenliste durchscrollen. Sie können jede Variable einzeln anklicken und bekommen dann zu den einzelnen Variablen weitere Informationen, wie zum Beispiel den Fragetext. Sie können von dort auch direkt in den Fragebogen springen. Sie bekommen Hinweise auf Besonderheiten und vor allem auch eine Häufigkeitsauszählung, wo Sie die einzelnen Ausprägungen sehen und auch gleich einen ersten Eindruck von eben Häufigkeiten bekommen. Daneben gibt es auf der linken Seite zahlreiche weitere Informationen zum Mikrozensus, unter anderem auch eine Matrix mit Variablen im Zeitverlauf. Deswegen ganz wichtig, weil der Mikrozensus die etwas blöde Eigenschaft hat, dass die Variablennamen über die Zeit sich immer wieder verändern. Und schließlich finden Sie eben auch hier Tools, also Werkzeuge, um die Daten auszuwerten. Damit bin ich am Ende angelangt und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.